Für die Bayern-Spieler ging es zünftig zu an diesem Mittwoch. Der Rekordmeister lud zum traditionellen Lederhosen-Shooting kurz vor der Wiesn. Und natürlich ließen sich die Spaßvögel im Team die Chance nicht entgehen. Während David Alaba dem Bayern-Neuzugang Renato Sanchez kurzerhand als Sparringpartner einspannte, nahm Müller das Geburtstagskind Douglas Costa auf die Schippe. Doch der Star war diesmal ein anderer, und zwar die Lederhosen. Und was sagt der neue Cheftrainer zu der Traditionskluft? Gut, ja? Sehr gut. New Experience. Neue Erfahrung. Für Joshua Kimmich hingegen war es keine neue Erfahrung, in die Lederhosen zu schlüpfen. Meine Eltern haben mich früher immer mal in Lederhosen gesteckt und von dem her bin ich es noch gewohnt. Wenn es der Zeitplan aber zulässt, dann wird der ein oder andere Bayern-Spieler aber bestimmt mal auf der Wiesn vorbeischauen.